Und klar, das ist natürlich auch ein großes Thema für die Bürgermeister bei uns in der Region, dieser zweite Lockdown, der jetzt kommt. Wie gehen die Kommunen damit um? Was heißt das auch für die vielen Gaststätten in den Gemeinden, in den Städten? Darüber hat Max Peter mit dem Oberbürgermeister von Leimen gesprochen. Herr Reinwald, heikle Zeiten. Bund und Länder debattieren natürlich auch wieder über einen möglichen Lockdown, über Maßnahmen. Das könnte dann die Gastronomie wieder härter treffen. Was würde das bedeuten für die Gastronomen, wenn sie wirklich schließen müssen bei Ihnen in Leim? Also zunächst mal schauen wir alle natürlich total gebannt nach Berlin und hoffen, dass die Maßnahmen nicht zu streng werden. Klar, bei uns natürlich wäre die Gastronomie betroffen, stark betroffen davon. Da war schon der Lockdown im Frühjahr schon sehr, sehr schwer und hat schon dramatische Auswirkungen gehabt. Nur ein paar wenige haben eine entsprechende Versicherung, die aber vermutlich jetzt bei einem zweiten Lockdown auch nicht mehr greifen wird, weil die Verträge dann auch entsprechend gekündigt wurden. Das heißt, es werden dramatische Folgen für Leimen und wir befürchten natürlich auch, wenn es zu einem längeren harten Lockdown im Bereich der Gastronomie kommt, dass natürlich der ein oder andere Gastronomiebetrieb verschwindet. Wir versuchen in Leimen natürlich, wie wir das auch bei Leimen liefert und bei vielen anderen Dingen getan haben, haben wir uns schon zusammengesetzt und versuchen Schneidern wieder an einer weiteren Hilfsaktion für unsere Gewerbebetriebe, natürlich auch ganz besonders für die Gastronomie. Ja, private Feiern sollen unterbunden werden, auch private Treffen vor allen Dingen. Das muss aber auch kontrolliert werden. Haben Sie da auch in Leim schon Pläne ausgearbeitet, falls es dann wirklich zu dieser vermehrten Kontrolle auch kommen soll? Ja gut, wir kontrollieren natürlich schon die ganze Zeit. Wir haben da unseren GVD, also unseren Gemeindevollzugsdienst, der das stark kontrolliert, aber auch natürlich die ganz normale Vollzugspolizei, die kontrolliert auch schon. Wenn es natürlich zu einem Lockdown kommt, wird das Ganze natürlich noch mal wesentlich umfangreicher. Aber wir können es natürlich nicht flächendeckend alles kontrollieren, aber natürlich stichprobenhaft werden wir das kontrollieren, genauso wie wir das jetzt auch schon tun und wie wir es auch im Frühjahr getan haben. Jetzt gibt es neben Corona natürlich auch noch andere Themen, die Leute in Leim beschäftigen. Zum Beispiel wird viel umgebaut, Straßenbahngleise vom Georgimarkt hin zum Friedhof zum Beispiel. Das soll im November dann losgehen. Auf was müssen sich die Menschen vor Ort einstellen? Was ist geplant? Also ganz genau genommen ist ja diese Maßnahme in der Römerstraße bei uns schon seit einiger Zeit am Laufen. Das ist ja schon eine Maßnahme, die auch läuft. Nur es ist jetzt so, der erste Bauabschnitt, der tut sich jetzt dem Ende entgegenneigen und da werden jetzt die Gleise gesetzt. Das hat zunächst mal auf die Bürger nur geringe Auswirkungen, außer natürlich auf die Anwohner, auf die hat es natürlich schon Auswirkungen. Und natürlich die Bahnen werden demnächst nur noch bis zum Georgimarkt fahren und nicht mehr bis zum Kurpfalzzentrum, beziehungsweise zum Friedhof fahren sie ja schon seit Beginn der Maßnahme nicht mehr. Herr Reinwald, vielen Dank für das kurze, aber doch wichtige Gespräch. Alles Liebe an die Stadt Leimen und bleiben Sie gesund. Vielen herzlichen Dank und bleiben Sie auch gesund. Dankeschön. Ja.